Die S-Bahn Hannover verbindet die Landeshauptstadt Hannover mit den anliegenden Landkreisen und Städten in der Region Hannover, aber auch entfernten Orten wie Paderborn. Dabei ist sie sowohl im urbanen Raum wie auch in dünn besiedelten Gebieten unterwegs. Seit der Einführung im Jahre 2000 erbringt die DB Regio die Leistungen mit Triebwagen der Baureihe 424 und 425. Durch ein attraktives Taktangebot ist die S-Bahn Hannover sowohl für Pendler als auch für Touristen und Ausflügler interessant. In diesem fünften Teil der Dokumentation stelle ich euch den Abschnitt von Celle bis Lehrte genauer vor, der stündlich je von der S6 und der S7 bedient wird. Viel Spaß! Bevor wir in Celle in die Baureihe 424 bzw. 425 steigen, schauen wir uns kurz die Infrastruktur an. Befahren wird die Bahnstrecke Lehrte-Hamburg-Harburg, die seit dem Bau der Niederelbe-Bahn sogar offiziell bis nach Cuxhaven führt. Für uns hat dies jedoch keinerlei Bedeutung, da nur der Abschnitt Lehrte-Celle von der S-Bahn Hannover befahren wird. Dieser ist für Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 160 km/h ausgebaut, wobei die Baureihe 424 und 425 nur 140 km/h schnell fahren können. Die Strecke ist komplett zweigleisig ausgebaut. Im Personenverkehr sind nur S6 und S7 unterwegs. Dafür wird die Strecke jedoch intensiv durch Regengüterverkehr befahren. Starten wir die Mitfahrt im Startbahnhof Celle. Celle ist Residenzstadt und beherbergt etwa 70.000 Einwohner. Sie gilt als südliches Tor der Lüneburger Heide und ist vor allem für Freunde der Renaissance und des Barocks interessant. Neben 400 wunderschönen Fachwerkhäusern in der historischen Altstadt gibt es in Celle auch das 1579 gebaute alte Rathaus sowie das Residenzschloss mit Schlosspark. Es stellte früher eines der Residenzen des Hauses Braunschweig-Lüneburg dar und ist das größte Schloss im Süden der Lüneburger Heide. Hinzu kommen viele weitere Sehenswürdigkeiten und Attraktionen, die jedes Jahr eine Vielzahl an Touristen und Ausflügler in die Residenzstadt locken. Und damit wären wir dann auch wieder beim Thema der Eisenbahn angelangt. In Celle fährt neben der S6 und der S7 der S-Bahn Hannover auch noch der RE2 der Metronom Eisenbahngesellschaft von Uelzen nach Göttingen sowie der RE3 Hannover-Hamburg ab. Hinzu kommt im Fernverkehr der ICE 26 Karlsruhe-Stralsund. Des Weiteren halten auch vereinzelt weitere Fernzüge in Celle. Die allermeisten fahren jedoch hindurch. Um den Verkehr abwickeln zu können, besteht der Bahnhof Celle aus 3 Mittelbahnsteigen. Die S6 und S7 fahren dabei immer vom Gleis 2 ab. Abfahrt ist für die S6 in der Regel immer auf die Minute 40
und für die S7 auf die Minute 8. Vorbei geht es an umfangreichen Abstellanlagen. In Fahrtrichtung rechts geht es parallel der Bahnstrecke nach Hannover, wo der Fernverkehr sowie der RE2 unterwegs sind. Vorbei geht es nun gemächlich an Feldern der Landwirtschaft. Im ersten Haltebahnhof nach Celle schließen sich nun die Bahnschranken. Kurz darauf erhält die S6 Einfahrt in Elershausen. Insgesamt 8 Minuten Fahrzeit benötigt die S-Bahn bis hierhin. Der Bahnhof Elershausen ist unspektakulär. Es existieren zwei versetzt gelegene Außenbahnsteige. Auf Gleis 2 befindet sich ein kleiner Unterstand mit Schmetterlingsdach. Eine Besonderheit, denn solche Bahnhofsüberdachungen finden sich sonst zumeist nur an wichtigen ICE-Halten wie Hamburg-Dammtor, Salzwedel oder Velgast. Des Weiteren sind eine Bushaltestelle sowie Pendlerparkplätze und Fahrradstellplätze vorhanden. Elershausen ist Ortsteil der Stadt Burgdorf und heißt mit vollem Namen Ramlingen-Elershausen. Im Ortsteil wohnen etwa 3750 Einwohner. Ausfahrt aus Elershausen. Nächster Halt: Oze. Oze ist Ortsteil von Burgdorf und Dorfatmosphäre pur. Etwa 1800 Menschen leben hier. Highlights sind hier die alte Gerichtsstätte mit tollen Steinen, das historische Feuerwehrgebäude aus dem Jahre 1927 sowie die Kapelle. Direkt neben dem Bahnhof befindet sich das Gasthaus ohne Bahnhof. Der Bahnhof selber ähnelt dem in Elershausen sehr und besteht ebenfalls aus den beiden versetzt liegenden Außenbahnsteigen. Komfortmerkmal für Pendler sind die blauen Fahrgastinformationssysteme, kurz FIS, die ansonsten eher an größeren Bahnhöfen zu finden sind. Informiert wird man hier nicht nur über Ziel- und Zwischenhalte, sondern auch darüber, wie viele Einheiten der Baureihe 424 und 425 hintereinander gekuppelt sind. Selbstverständlich darf auch nicht das typische S-Bahn Hannover Wartehäuschen fehlen, welches die Pendler der S-Bahn Hannover mit der Zeit schätzen gelernt haben. Ausfahrt des Gegenzuges. Weiter geht es durch die schöne Region Hannover, die im Nordosten durch plattes Land geprägt ist. Wichtiger Wirtschaftsfaktor ist hier die Landwirtschaft. Nächster Halt: Burgdorf bei Hannover. Burgdorf ist Mittelstadt mit etwa 30.000 Einwohnern. Sie ist bekannt für ihre Spargeltradition und bietet mehrere schöne historische Gebäude, wie die Landratsvilla, das Schloss, die Häuser in der Marktstraße oder die frühere Synagoge.
Für historisch Interessierte ist in Burgdorf das Stadtmuseum in der Schiedestraße Pflicht. Wer jetzt denkt, dass der Bahnhof genauso spektakulär wäre wie die Stadt, der irrt gewaltig. Denn dieser besteht nur aus einem einfachen Mittelbahnsteig. Dafür gibt es jedoch ein schönes historisches Bahnhofsgebäude und ein modernes Nahverkehrsterminal für den Busverkehr. Ausfahrt der S6. Nächster Halt ist Alixe. Einfahrt ist für unsere S6 immer auf die Minute 28. Alixe ist als erster Zwischenbahnhof der S6 und S7 kein Ortsteil von Burgdorf. Das selbstständige Dorf beherbergt etwa 1700 Einwohner. Alixe ist typisch für ein Dorf in Niedersachsen. Neben einem Dorfteich und einem Kriegerdenkmal, welches an die Gefallenen des Ersten Weltkriegs, der Urkatastrophe des sogenannten kurzen 20. Jahrhunderts erinnert, ist auch eine Gaststätte in Alixe ansässig. Der Bahnhof des Dorfes verfügt über zwei Außenbahnsteige, die jedoch anders als in Oze und Elershausen jedoch nicht versetzt gelegen sind. Ansonsten verfügt der Bahnhof Alixe über die S-Bahn Hannover Standardausstattung. So sind die S-Bahn Hannover Säule auf dem Bahnhofsvorplatz, die klassischen Laternen und natürlich auch das typische S-Bahn Hannover Wartehäuschen vorhanden. Ausfahrt aus dem Bahnhof von Alixe. Die Fahrt geht nun an einem Gewerbegebiet vorbei. Anschließend erreicht wir das Stadtgebiet von Lehrte. Die Gleise fädeln sich nun aus und die S6 trennt sich vom Linienlauf der S7. Anstatt direkt in den Lehrter Bahnhof, zweigt die S6 direkt auf die Bahnstrecke nach Hannover. Die S7 erhält jedoch Einfahrt in Lehrte. Lehrte ist Stadt- und selbstständige Gemeinde in der Region Hannover. Sie gilt als typische Eisenbahnerstadt und stellt wichtigen Eisenbahnknotenpunkt dar. Hier treffen nämlich die Bahnstrecken aus Hamburg-Harburg, die aus Braunschweig, die aus Berlin und die aus Hildesheim aufeinander. Grund hierfür ist, dass der damalige König von Hannover kritisch gegenüber der Eisenbahn war und in seiner Hauptstadt keine großen Eisenbahnanlagen dulden wollte. Daher wurde Lehrte östlicher Knotenpunkt, wo sich auch heute noch umfangreiche Bahnanlagen befinden. Die Stadt selber zählt etwa 45.000 Einwohner. Sehr schön und sehenswert ist das Rathaus, der alte Wasserturm im Stadtpark sowie die Matthäuskirche. Im Freilichtmuseum sind alte Häuser zu beobachten. Bahntechnisch relevant ist das große Bahnstromumformwerk. Der Bahnhof Lehrte ist Kreuzungsbahnhof, daher mehrere Strecken aufeinandertreffen. Dadurch ist der Bahnhof als Inselbahnhof ausgeführt. Im Bahnhof von Lehrte besteht Anschluss an den R60 von Braunschweig Hauptbahnhof nach Rheine sowie den R70 von Braunschweig Hauptbahnhof nach Bielefeld Hauptbahnhof der privaten Westfalenbahn aus dem Abellio-Konzern. Des Weiteren besteht stündlich Anschluss an den R30 Hannover Hauptbahnhof Wolfsburg Hauptbahnhof, der vom Metronom betrieben wird.
Während die S-Bahn allesamt von den Gleisen 11 bis 14 abfahren, fährt der sonstige Regionalverkehr von den Gleisen 1 bis 3 ab. Diese befinden sich auf der anderen Seite des Bahnhofsgebäudes. Mit Erreichen von Lehrte bin ich am Ende dieses fünften Teils der Videodokumentation über die S-Bahn Hannover angelangt. Vielen Dank fürs Zuschauen.